Es war nur eine kurze Episode der Demokratisierung in Myanmar. Im Februar 2021 riss das Militär wieder die Macht an sich. Seither versinkt das frühere Birma immer tiefer in einem erbitterten Bürgerkrieg. Doch angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Energiekrise ist das, was in Myanmar passiert, immer weiter aus unserem Blickfeld geraten. Deshalb sprechen wir jetzt in Alpha Demokratie über den vergessenen Konflikt in Myanmar. Schönen guten Abend. Myanmar ist ein von ethnischen Konflikten zerrissenes Land, ein Land, in dem das Militär das eigene Volk knechtet. Warum hat es die Demokratie in Myanmar so schwer? Können die Rohingya irgendwann in ihr eigenes Land zurück? Und wie erfolgreich ist die Widerstandsbewegung? Darüber sprechen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Saskia Hieber von der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Guten Abend. Warum ist denn das, was in Myanmar eigentlich geschieht, auch so wichtig für uns? Die Militärjunta zerschlägt alle Proteste, lässt Kritiker umbringen. Die Regierung im Untergrund ruft nicht nur zu zivilen Ungehorsam auf und zu Protesten, sondern hat inzwischen der Militärjunta den Krieg erklärt. Die Bevölkerung, die meisten kleinen Leute, kleinen Angestellten stehen mittendrin. Dieser Konflikt, dieser Bürgerkrieg zerreißt das Land, zerreißt die Gesellschaft weiterhin. Noch dazu stärkt es autoritäre Tendenzen in der gesamten Region. Die Demokratisierungshoffnungen in Südostasien werden weiter zerschmettert. Ja, das südostasiatische Land wird seit nahezu 60 Jahren fast ohne Unterbrechung vom Militär regiert. 2016 schien dann in Myanmar der Durchbruch zur Demokratie geschafft. Die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi übernahm die Regierung. Doch schon 5 Jahre später holte sich das Militär die Macht zurück. Was seitdem geschah, hier ein kurzer Überblick. Gespenstisch leere Straßen in einer sonst lebendigen, chaotisch lärmenden Stadt. Kaum jemand ist heute unterwegs in Yangon. Ein stiller Protest am ersten Jahrestag des Putsches. Still, denn alles andere wäre auch viel zu gefährlich, sagen internationale Beobachter. Das ist ein Ausdruck der tiefen Trauer, ne? Weil seit April das Militär mit massiver Gewalt gegen die Streikenden vorgegangen ist. So hat es angefangen, vor genau einem Jahr. Panzer rollen durch Myanmar. Erst in Naypyidaw, der Hauptstadt, dann in Yangon, Myanmars größter Stadt. Armeechef Ming Aung Hlaing will die Macht an sich reißen. Seine Widersacherin Aung San Suu Kyi, die die Wahl zuvor haushoch gewonnen hatte, lässt der Machthaber vor Gericht stellen. Der Protest der Menschen, anfangs kreativ, bunt und einfallsreich. Vor allem die Jungen haben 10 Jahre lang Demokratie und Aufbruch genossen. Sie wollen ihre Freiheit verteidigen. Wir haben uns zur Demo verabredet, damit Mutter Su freigelassen wird. Das ist unsere einzige Forderung. Was dann geschieht, lässt der Welt den Atem stocken. Das Militär schickt seine härtesten Truppen gegen die eigene Bevölkerung. Mit dem Mut der Verzweiflung versuchen vor allem die jungen Menschen dagegen zu halten. Polizisten und Soldaten verhaften willkürlich. Sie treten mit Stiefeln, schießen mit Tränengas. Bald setzen sie sogar Kampfhubschrauber und Granaten ein gegen das eigene Volk. In Myanmar geschehen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so die Vereinten Nationen. Wir wissen von 1.500 Menschen, die getötet wurden, und das nur bei den Protesten oder bei Hausdurchsuchungen, wenn die Sicherheitskräfte in die Wohnungen eingedrungen sind und dann Menschen getötet haben. Wie geht es weiter in Myanmar? Hunderttausende sind auf der Flucht vor dem Militär. Wer kann, verlässt das Land, vor allem junge Menschen. Andere haben sich bewaffnet und mit Milizen verbündet, die schon immer gegen das Militär kämpften. Ein blutiger Bürgerkrieg, den die Welt zu verdrängen scheint. Myanmar rutscht langsam immer weiter in eine Gewaltspirale und entwickelt sich langsam zu einem Syrien Südostasiens. Wir finden immer mehr Flüchtlinge, immer mehr Menschen sterben und die internationale Gemeinschaft ist nicht bereit einzugreifen. Myanmar, ein Jahr nach dem Putsch.
Heute klatschen einige mutige Menschen in Yangon ihre großen Sorgen einfach weg. Aber sie fürchten, dass nach diesem dunklen Jahr viele weitere folgen könnten. Ja, Myanmar, ein Land im endlosen Bürgerkrieg, das sich zum Syrien Südostasiens entwickelt, wie wir gerade gehört haben. Teilen Sie diese Meinung? Ja, bedauerlicherweise. Mit den Kampfhandlungen ist ja nicht nur wirtschaftlicher Niedergang verbunden. Die Logistik wird zerstört. Die Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Auch die Aufrufe zu zivilen Ungehorsam. Beamte sollen ihre Stellungen in Krankenhäusern, in Universitäten, in Bildungsanstalten nicht mehr antreten. Das sorgt natürlich nach über einem Jahr dafür, dass die Einkommen, auch die Löhne und Gehälter der Leute wegfallen. Die jungen Protestierenden, die sich in Landregionen geflüchtet haben, können auch nicht ewig von ihren Eltern leben. Das heißt, der soziale Verfall, der wirtschaftliche Niedergang ist nur eine Komponente, ein Faktor in dieser Katastrophenlage. Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, dass die Fronten so klar sind, dass alle jungen Leute gegen die Militärjunta sind. Der Riss geht durch Familien. Es gibt durchaus Protestierende, deren ebenfalls junge Verwandte Soldaten oder Polizisten sind. Was war eigentlich der wirkliche Grund für den Putsch des Militärs gegen die demokratische Regierung? Vermutlich hat die Nationale Liga für Demokratie unterschätzt, wie sehr militärische Akteure an politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen noch beteiligt sein wollen, beteiligt sein müssen, auch weil militärische Institutionen an Eigentumsverhältnissen im Land, an Minen, Bergwerken, an Wirtschaftsunternehmen beteiligt sind und natürlich die Hoheit beispielsweise über die Lizenzvergabe haben. Es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, möglichst viele gesellschaftliche Gruppen und politische Akteure in der neuen Regierung zu beteiligen. Das Militär spricht ja davon, 2023 wieder freie Wahlen zulassen zu wollen. Wie glaubwürdig ist das? Das ist nicht glaubwürdig. Das sind, wenn, gelenkte Wahlen. Und im Vorfeld wird dann versucht, kritische Bevölkerungsgruppen, junge Leute auszuschließen. Das kann man beispielsweise über Wohnortregistrierung machen. Wer nicht so und so lange wirklich fest nachweisbar an einem Wohnort registriert war, darf dann nicht wählen. Und junge Leute, die ihren offiziellen Wohnsitz in Städten oder Siedlungen verlassen haben und illegal sich in Regionen zurückgezogen haben, egal ob es Separatistenregionen sind oder andere, um das Militärregime, die Junta zu bekämpfen, werden dann mit solchen Tricks von der Wahl ausgeschlossen. Die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ist ja inzwischen zu insgesamt 20 Jahren Haft verurteilt worden. Wird die 77-Jährige, glauben Sie, jemals wieder irgendeine politische Verantwortung übernehmen können? Nein. Es ist traurig, sie war eine nationale Identifikationsfigur. Sie war natürlich die Führungsidolfigur der Demokratisierungsbewegung in Myanmar. Aber es muss hier auch eine neue Generation kommen, nicht nur in der Demokratischen Liga. Es müssen sich weitere Parteien etablieren können. Also hier ist die Nachwuchsfrage ein wichtiges Problem. Sie hatte natürlich auch vorher schon unter erheblichen Einschränkungen zu leiden. Sie konnte kein offizielles Staatsamt übernehmen. Sie ist nur in Anführungszeichen Staatsrätin, weil sie mit einem Ausländer verheiratet war, ihre Söhne Ausländer sind. Also man hat mit allen semi-legalen Mitteln versucht, ihr nicht nur Steine, sondern ganze Mauern in den Weg zu legen. Sie wird weiterhin als Identifikationsfigur, als Vision natürlich dienen wollen und dienen müssen. Aber genau mit dem Stichwort Vision verbindet sich die Aufgabe, dass demokratische Parteien in Myanmar auch Visionen und Programme für die Zukunft entwerfen und besser ventilieren müssen, besser kommunizieren müssen. Nicht nur Protest über die sozialen Medien. Seit der jüngsten Machtübernahme durch das Militär erlebt Myanmar ja geradezu einen dramatischen wirtschaftlichen Absturz. Niemand will mehr in dieses Land investieren. Könnte das eigentlich die Militärs tatsächlich zum Einlenken zwingen? Denn die Junta besitzt ja ganz große Teile der Firmen und Banken in Myanmar.
Richtig, das ist aber auch Teil des Problems. Noch sind die Einkommen, sei es legale, graue oder schwarze Einkommen, durch den Handel mit Edelsteinen, Jade beispielsweise, durch den Rohstoffhandel, Edelhölzer, natürlich auch den Schmuggel von Drogen, Menschen, von allem, was man sich vorstellen kann, so lukrativ, dass es hier also auch illegale oder alternative Einkommensquellen gibt, an denen viele andere Konfliktparteien auch partizipieren. Viele Separatistengebiete, gerade im Norden und Westen des Landes, leben nicht nur von, sondern auch mit Schmuggelaktivitäten. Und das ist die große Gefahr, dass die illegale Wirtschaft, diese graue Wirtschaft, die Schattenwirtschaft, weite Bereiche des Landes dominiert. Wenn wir auf die Landkarte schauen, dann sehen wir ja, dass Myanmar an ganz viele Länder grenzt, unter anderem auch an China. Verfolgt die Regierung in Peking eigentlich auch eigene Interessen in diesem Bürgerkrieg? Im Bürgerkrieg konkret vielleicht nicht unmittelbar, aber in Bezug auf Myanmar absolut. Noch dazu sind ja in den Grenzregionen, insbesondere zu China im Norden und Westen, ethnische Minderheiten, sogenannte Separatistengebiete. China hat mehrere Interessen in Bezug auf Myanmar. Erstmal geostrategische, natürlich auch infrastrukturpolitische im Rahmen der Seidenstraßeninitiative Belt and Road. Myanmar bietet direkten Zugang unter Umgehung der Malakka-Straße zum Indischen Ozean und ist neben Pakistan eines der zentral der Ankerländer in der Seidenstraßeninitiative. Der Zugang, der direkte Zugang von Südchina zum Indischen Ozean ist hier von großem Interesse. China hat in Straßen, in Eisenbahnlinien, Pipelines, auch in den Aufbau von Infrastruktur, Häfen beispielsweise in Myanmar investiert. Also das ist ein großes Interesse. Und dann kommt noch hinzu, die nächste Corona-Welle kommt, die nächste Covid-Mutante kommt auch. Und in diesem Chaos, in dieser Instabilität ist nicht zu erwarten, dass ein funktionierendes Gesundheitssystem die Lage in Myanmar eindämmen kann. Also wird China die Grenzen wieder schließen, die Grenzregionen abriegeln. Und das ist eine weitere wirtschaftliche und soziale Belastung für Myanmar. Ja, ethnisch wird Myanmar von den buddhistischen Bama dominiert, auf die sich auch die Partei von Aung San Suu Kyi stützt. Sie stellen etwa 2/3 der Bevölkerung. Daneben gibt es aber auch noch etwa 130 weitere ethnische Gruppen. Die bekannteste sind die muslimischen Rohingya. Die werden seit Jahrzehnten in Myanmar unterdrückt. 2017 eskalierte die Lage, die Armee ging massiv gegen diese Minderheit vor. Hunderttausende Rohingyas sind seitdem ins Nachbarland Bangladesch geflogen. In dieser kleinen Hütte lebt Salma Begum gemeinsam mit ihrer 12-köpfigen Familie. Als Rohingyas waren sie gezwungen, aus Myanmar zu flüchten. Unterschlupf haben sie in Cox's Bazar gefunden, dem größten Flüchtlingslager der Welt. Ich bin nach Bangladesch gekommen, weil wir unterdrückt wurden. Hier haben wir zumindest ein Dach über dem Kopf, wofür ich dankbar bin. Auch meine Familie ist hier und wir bekommen sogar etwas zu essen. Am Vormittag landet UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Bei ihrem viertägigen Besuch wird es zu einem großen Teil um die Situation der über 1 Million Rohingyas gehen, die aus ihrem Heimatland Myanmar flüchten mussten. Bereits seit den 70er Jahren wird die muslimische Minderheit in Myanmar unterdrückt. Inzwischen sprechen viele Organisationen von einem systematischen Völkermord, der stattfindet. Hunderte Dörfer, in denen Rohingyas leben, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Tausende ihrer Bewohner ermordet. Die Folge: Hunderttausende flohen ins benachbarte Bangladesch. Leben dort zusammengepfercht in Flüchtlingscamps nahe der Grenze. Weil in den Zelten kein Platz mehr ist, verfolgt Bangladesch den Plan, Tausende auf eine Insel umzusiedeln. Für viele gelten die Rohingyas als am stärksten unterdrückte und am wenigsten respektierte Minderheit der Welt. Keinem Menschen sollte es zugemutet werden, unter solchen Bedingungen leben zu müssen. Es ist grausam. Myanmar hat internationales Recht gebrochen. Sie haben in ihrem Land einen Völkermord begangen. Noch immer hoffen viele Rohingyas wie Salma Begum bald in ihr Heimatland Myanmar zurückkehren zu können.
Ja, die Rohingya sind in Myanmar ja offiziell nicht als eigenständige Bevölkerungsgruppe anerkannt. Sie gelten als staatenlos. Wie realistisch, glauben Sie, ist denn die Hoffnung der vielen Rohingyas, dass sie mal wieder in ihr Heimatland zurückkehren können? Vielleicht wird es für einige wenige möglich sein. Das ist in der Tat das große Problem. Sie haben keinen offiziellen Status als Staatsbürger in Myanmar und sind schon lange wirtschaftlich, religiös, auch sozial diskriminiert. Wir verromantisieren manchmal buddhistische Länder und ignorieren nationalistische Tendenzen. Und das sind ja nicht nur die Militärjunta, die dann die zur Verfolgung der Rohingya oder Ausweisung aufgerufen hat. Es waren nationalistische, buddhistische Mönche, die diese Bewegungen mit unterstützt haben. Und Aung San Suu Kyi, es wird ihr von außen, von uns vorgeworfen, sie hätte nichts oder zu wenig getan. Aber sie hatte natürlich die innenpolitische Lage im Blick. Und für die Gesamtheit der Bama, 2/3 der Bevölkerung, es gibt dann, wie Sie erwähnten, sehr viele andere, durchaus auch buddhistische oder andere religiöse Gruppen, andere ethnische Gruppen, sind die Rohingya, es klingt zynisch und brutal, sind einfach kein Thema. Sie haben gerade Aung San Suu Kyi ja schon angesprochen, denn 2017, als die Lage eben eskalierte, da war ja Aung San Suu Kyi bereits an der Macht. Und viele haben ihr ja vorgeworfen, dass sie lange dazu geschwiegen hat und auch eigentlich nur von einer Notwehr der Armee gesprochen hat damals als Friedensnobelpreisträgerin. Das ist eine sehr schwierige Situation. Sie hatte und hat kein offizielles Staatsamt. Sie war Staatsrätin, sie war keine Ministerin, sie war nicht Mitglied der Regierung. In ihrer beratenden Funktion hätte sie sich äußern können. Durchaus gerade durch ihr internationales Profil hat sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit der internationalen Presse. Sie hätte also durchaus Möglichkeiten gehabt, fürchtete aber wohl innenpolitischen Druck. Und was wir nicht wissen, es kann sein, dass sie selbst politisch unter Druck war und nicht wagte, hier für eine völlig marginalisierte Minderheit sich einzusetzen und dafür Proteste oder den Gegenwind der buddhistischen Mehrheit dann auf sich zu ziehen. Diese Kosten, dieses Opfer war ihr wohl zu groß. Das war vermutlich die Abwägung. Ein Großteil von Myanmars Reichtum an natürlichen Ressourcen befindet sich in den Gebieten, in denen die ethnischen Minderheiten wie die Rohingyas zu Hause sind. Trägt auch das vielleicht ein bisschen dazu bei, dass das Militär so brutal vorgeht? Das muss man differenziert sehen. In der Tat sind in diesen Gebieten Rohstoffe. Es gab aber auch militante Rohingya-Einheiten, die sich tatsächlich mit dem Militär angelegt haben. Und es gab auch hier Scharmützel, es gab Tote, es gab bewaffnete Kampfhandlungen. Also die Begründung, in Anführungszeichen, für massives Vorgehen wurde natürlich ausgeschlachtet, sprichwörtlich. Es hängt immer von der Region ab und es hängt vom Rohstoff ab. Gerade im Norden und im Westen sind andere ethnische Minderheiten. Und da ist wohl dann so eine Einigung, dass jeder an diesem Handel, am offiziellen Handel und am illegalen Schmuggel mitverdient. Wie offen ist eigentlich die Demokratische Partei von Aung San Suu Kyi für ethnische Pluralität in Myanmar? Verfolgt sie da nicht vor allem die Interessen der ethnisch dominierenden buddhistischen Bama? Das ist der Fall. Und das ist wohl auch ein Grundproblem in der politischen Situation, im politischen System in Myanmar. Um langfristige, mittelfristige Stabilität aufzubauen, müssten mehrere ethnische und religiöse Gruppen an der Regierung beteiligt werden. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage. So halten sich zum Beispiel die Karen und Kachin und Anchan und auch War State ganz im Norden, halten sich bisher raus und kämpfen nicht gegen die Militärjunta. Das ist nicht ihr Krieg. Die sitzen da im Norden und Westen in den rohstoffreichen Bergwaldregionen und lehnen sich nicht gerade zurück, aber mischen sich da zurzeit nicht ein. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Es gibt eine sehr, sehr schwierige Interessenlage verschiedener religiöser und ethnischer Gruppen in Myanmar. Allerdings gibt es sehr viele zahlreiche Gruppen in Myanmar, die eine wichtige Rolle beim Widerstand gegen das Militärregime spielen. Und der nimmt vielfältige Formen an. Vom Flashmob über Straßenproteste bis hin zum bewaffneten Kampf.
Der Widerstand gegen die Militärjunta in Myanmar formiert sich in spontan organisierten Protesten, den sogenannten Flashmobs. Die Demonstranten sammeln sich so unerwartet und lösen ihre Kundgebungen so schnell wieder auf, dass das Militär meist nicht eingreifen oder Demonstrierende verhaften kann. Von Anfang an haben sich auch viele Frauen am Widerstand beteiligt, wie diese Textilarbeiterinnen, die 2021 mit Streiks gegen das Regime protestiert haben. Damals sagte die Gewerkschafterin: Es ist sehr stressig und ich muss um meine Sicherheit fürchten, wenn ich für Demokratie kämpfe. Aber wir kämpfen, bis wir unser Ziel erreicht haben, auch wenn wir verhaftet oder brutal zusammengeschlagen werden. Auf dem Pullover steht: Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten. Vor allem junge Demonstranten greifen zur Waffe. Sie haben 10 Jahre lang die demokratischen Bestrebungen im Land erlebt und wollen um ihre Freiheit kämpfen. Wir haben Angst, aber hinter unserer Angst ist so viel Wut, das treibt unsere Revolution an. Wir werden nicht aufgeben. Manchmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, um dann 2 nach vorn machen zu können. Wir revoltieren, weil wir unterdrückt werden. In ländlichen Gebieten trainieren sie mit Milizen der ethnischen Minderheiten, zum Teil mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Einige fliehen außer Landes, versuchen nach Indien oder Thailand zu gelangen. Duvalashi La, hier bei einer Rede zum Jahrestag des Militärputsches, steht der demokratischen Schattenregierung vor. Am 6. September bezeichnete er seinen Appell zur Revolte als Verteidigungskrieg und richtete ihn auch an Angehörige der Streitkräfte. Der Widerstand gegen die Militärjunta hat sich also seit Anfang September wieder verstärkt. Wie weit sich die unterschiedlichen Widerstandsgruppen untereinander koordinieren können, ist unklar. Denn viele ihrer führenden Vertreter sind in Haft und ob die Zahl der Deserteure aus dem Militär groß genug sein wird, ist fraglich. Ja, wir haben es gerade gehört, der Widerstand in Myanmar ist stark und auch nach gut 1,5 Jahren noch nicht gebrochen. Hat sich die Militärjunta da verschätzt? Nein, also der Widerstand verläuft in Wellen. Es gibt immer verschiedene Phasen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen 2021 und 2022 im vergangenen Jahr, was eine sehr, sehr breite Gruppierung vieler verschiedener Bevölkerungsschichten, sowohl in Städten als auch auf dem Land. Das hat ein bisschen abgenommen. Die Leute mussten einfach nach 2 Monaten wieder in ihre Jobs zurück, egal ob es die Näherin ist oder der Lehrer oder die Ärztin, der Verwaltungsbeamte. Weil sie sonst kein Geld verdienen. Wer noch einen Job hat, muss hin und wieder einfach schauen, wie er oder sie überlebt, auch um potenziell Verwandte zu unterstützen, die im Untergrund sind. Wie weit die separatistischen Gruppen sich da arrangieren, mitmachen oder nicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist ja nicht immer einfach, junge Städter, die keine Ahnung vom Guerillakrieg haben und nicht schießen können, aufzunehmen in Dschungelgebiete oder Bergwaldregionen. Die werden dann krank, müssen verpflegt werden. Und insofern sind auch viele junge Leute dann wieder zurückgegangen. Genauso wie Soldaten desertiert sind. Also wir haben da leider ein sehr, sehr schwammiges Bild. Wir hören verschiedene Berichte, aber ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig zu erklären, das ist so und das und nur das ist die Wahrheit. Es gibt von beiden Seiten Propaganda. Alle gut 130 ethnischen Gruppen verfügen ja jeweils über eigene Guerillatruppen, die sich früher gegenseitig bekämpft haben. Jetzt aber haben sie diese Konflikte beiseite geschoben und kämpfen jetzt quasi Seite an Seite gemeinsam, um die Armee herauszufordern. Insgesamt sind es etwa 100.000 Kämpfer. Glauben Sie, haben die tatsächlich eine Chance gegen das Militär? Das hätten sie, wenn sie wirklich einig wären, aber das sind sie nicht. Die ethnischen Gruppen unter sich schließen sich zu Interessenverbänden zusammen. Aber das müsste eine strategische Einheit sein, die gut durchdacht, gut geplant ist und vor allen Dingen auch einen Endpunkt hat. Und es geht dann im Endeffekt auch um die Verteilung der Ressourcen, um die Beteiligung an politischer und wirtschaftlicher Macht. Tausende Soldaten desertieren und schließen sich dem Widerstand an. Gut 8.000 sollen es inzwischen sein. Ist dieser Aderlass tatsächlich eine Gefahr für das Militär?
Diese Zahlen müsste man noch mal überprüfen. Das kann gut sein. Ein einfacher Soldat ist natürlich frustriert, verdient auch nicht besonders viel. Es gibt vielleicht auch Möglichkeiten für ihn oder sie wieder zurückzukehren. Bei höheren Offizieren ist es natürlich ganz etwas anderes. Aber grundsätzlich ist das Militär ein so großer Apparat, der natürlich auch Jobsicherheit, Zukunftssicherheit, Arbeitsplatzgarantie, zumindest in der Vergangenheit, sicherte, dass die paar tausend Deserteure zunächst keine Rolle spielen. Mittel- und langfristig mag das anders aussehen. Soziologisch betrachtet wird der Widerstand vor allem von den Jüngeren getragen, von Menschen also, die die kurze Phase der Demokratisierung tatsächlich entscheidend auch geprägt hat. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Widerstand offenbar doch nicht so leicht gebrochen werden kann? Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Auch zu früheren Protestbewegungen ist natürlich die Digitalisierung, die Internetaffinität hier spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass auch die ältere Generation, also die Gründergeneration der Demokratiebewegung, auch eine große Rolle spielt. Die sind sehr gut vernetzt, die kennen sich noch. Und auch wenn die jetzt nicht so Flashmob-affin sind, sind sie natürlich durchaus in der Lage, im Hintergrund noch Fäden zu ziehen. Und es geht darum, Programme für die Zukunft zu entwickeln. Und ich bin nicht ganz sicher, ob Flashmobs, so öffentlichkeitswirksam sie gerade für die internationale Presse sind, ob das wirklich reicht für eine langfristige Strategie. Welche Rolle spielen in diesem Konflikt eigentlich die sozialen Medien? Eine riesengroße Rolle. Und da hat die Militärjunta natürlich erstmal verloren. Die können ins Internet stellen, was sie wollen. Das nimmt keiner ernst. Das ist pure Propaganda. Aber für den Widerstand, für die junge Generation, ist es ein gutes Mittel, oder? Um den Widerstand zu forcieren und um Anhänger zu gewinnen. Absolut. Wenn Sie die Möglichkeit haben, die Informationen auch beispielsweise über Thailand dann ins Ausland zu schaffen, wenn Sie die Möglichkeit haben, auch über ausländische Punkte ein sicheres Internet zu haben, weil Stromverfügbarkeit und Internet abschalten ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, das Internet quasi zu killen. Prognosen sind sicherlich schwierig. Dennoch die Frage, wo sehen Sie Myanmar in etwa 5 Jahren? Vielleicht haben wir sowas Ähnliches wie der Libanon, in dem alle möglichen religiösen und ethnischen Gruppierungen an einer mehr oder weniger instabilen halbautokratischen Regierung beteiligt sind mit dem Militär. Sagt Dr. Saskia Hieber von der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.